Kennen Sie Lanthan, Neodym, Promethium, Samarium oder Gadolinium? Nein? Keine Sorge, das ist schon sehr spezielles Fachwissen, nämlich von den sogenannten seltenen Erden. Das sind silbrige, schnell anlaufende und relativ weiche Metalle. Sie sind sehr reaktionsfreudig und haben eine geringe Leitfähigkeit. Und um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, sie sind weder selten, noch sind sie Erde. Aber sie sind wertvoll, weil für moderne Elektronik unverzichtbar. Ob in Handys, Windrädern oder in Elektroautos, seltene Erden werden dafür gebraucht. Und auch hier sind wir in einer ziemlich großen Abhängigkeit von China, wie Werner Jambor berichtet. Rohstoffknappheit und Energiekrise. Dazu haben wir Bilder wie diese im Kopf. Gas, Strom und Erdöl. Diese Bilder zeigen ein neues Problemfeld. Der Bedarf an sogenannten seltenen Erden wird sich bis zum Jahr 2030 mindestens verfünffachen. Als unverzichtbare Bausteine für Elektronikprodukte. Auch bei diesen Rohstoffen herrscht Abhängigkeit von einem Lieferanten. Von China. China lässt gerne die Muskeln spielen und droht immer wieder mit Boykott. Ratspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei ihrer letzten Rede zur Lage der Europäischen Union ein neues Kapitel zur Problemstellung Ressourcenknappheit aufgeschlagen. Mit gutem Grund. Seltene Erden finden sich in praktisch allen Bauteilen unserer Alltagselektronik, wie Display, Leiterbahnen, Lautsprecher, Kamera, Vibrationsmotor, Abdeckungen, Leiterplatte, SIM-Karte und schließlich dem Akku. Überall sind sie verbaut, wenn auch im Kleinstmaßstab. Man kann davon ausgehen, dass ungefähr vom Gewicht eines Smartphones nur etwa ein Viertel wertvolle Materialien und wiederum von diesem Viertel 1% seltene Erden und besonders wichtige Rohstoffe sind. Aber natürlich, ohne diese Rohstoffe geht's nicht. Kleine Ursache, große Wirkung. Derzeit sind, vorsichtig geschätzt, weltweit an die 5 Milliarden Handys im Einsatz. Auch sonst kommt kein elektronischer Bauteil, zum Beispiel in E-Autos oder Windrädern, ohne Rohstoffe aus dem Bergbau aus. Sprichwörtlich goldeswert sind diese Abbauprodukte. Das Institut für seltene Erden im Schweizer Luzern ist eine der ersten Adressen für gefragte Rohstoffe wie diese. Dabei sind seltene Erden eigentlich gar keine Erden, sondern Mineralstoffe. Und selten sind sie auch nicht. Sie kommen fast überall auf der Welt vor. Auch wenn sich nicht jedes Land den aufwendigen und umweltschädlichen Abbau antun kann oder will, weil es sie ja ohnehin woanders ausreichend gibt. Seltene Erden kommen überall vor. Selbst hier, wenn wir in der Reuss graben, werden wir seltene Erden finden. Doch in einer sehr geringen Konzentration. Die Problematik ist, eine Konzentration zu finden, die es betriebswirtschaftlich erlaubt, diese auch zu fördern. Wenn man diese gefördert hat, eine Explorationsphase von einer seltenen Erdmine dauert 7 bis 10 Jahre, ist erstmal eine sehr lange Zeit. Wenn man in die Förderung kommt, kommt das nächste Problem. Diese seltenen Erden müssen in der Regel vom Trägermaterial getrennt werden. Es werden Chemikalien eingesetzt, um es zu trennen. Es entsteht Thorium als Abfallprodukt, was hochradioaktiv ist. Und das ist mit europäischen Umweltvereinbarungen nicht machbar. Somit kommen die meisten seltenen Erden aus China. Auch hier dominiert ein Land den Weltmarkt. Die derzeit wichtigsten Konkurrenten sind Myanmar, Australien, Vietnam, Kanada und die USA. Chinas Ressourcen sind aber auch begrenzt, weil ein großer Eigenbedarf an seltenen Erden für die Chipproduktion im Land herrscht. Hier die Top 4 der verwendeten seltenen Erden. Je geringer ihr Vorkommen, desto teurer. An erster Stelle haben wir sicherlich Neodym. Neodymoxid wird verwendet für alle Arten von Hochleistungselektromagneten. Es verstärkt die magnetische Wirkung. Die Verwendung von Erbium ist sehr vielfältig. Es wird eingesetzt in Glasfaserkabeln, in Monitoren zur Erlangung von Farbe und in Lasergeräten. Terbium wird eingesetzt in Monitoren und in Dauermagneten.
Yttriumoxid, wird eingesetzt für Monitore, für Brennstoffzellen. Rund 17 seltene Erden sind derzeit in Verwendung und die Preise steigen rasant. Langfristig wird sich sicherlich normalisieren, weil wir in der Lage sein werden, Ersatzstoffe zu finden, Recycling selbst zu betreiben oder auch selbst produzieren zu können. Aber bis dahin vergehen mit Sicherheit 10, 15 Jahre, bis das der Fall sein wird. Und wenn in diesen 10, 15 Jahren irgendwas weltpolitisch geschehen sollte oder aber keine größeren weiteren Ressourcen gefunden werden, seltene Erden vom Meeresgrund, Thema seltene Erden aus Grönland, dann werden die Preise der seltenen Erden und auch der strategischen Metalle in den nächsten Jahren enorm nach oben gehen. Es könnte durchaus eine Verzehnfachung des Preises geschehen. Zuletzt haben sich in Schweden mit großem Medienecho die bisher größten Vorkommen an seltenen Erden in Europa aufgetan. Abbau und Aufbereitung werden Jahrzehnte dauern. Inzwischen spitzt sich der Konflikt mit China zu. Wir müssen hier strategische Allianzen mit anderen Weltregionen aufbauen. Wir müssen vielleicht Handelsabkommen schließen. Dann würde auch die 3,5-prozentige Zoll auf diese Rohstoffe diese auch noch verbilligen. Oder es gäbe auch Investitionsprojekte, die man in dieser Weise fördern könnte. Investitionsabkommen in jenen Regionen, in denen auch die Umwelt und die Demokratie und die Sozialstandards soweit europäischen Gesichtspunkten entsprechen, um auch dann den Lieferkettengesetzen gut zu tun. Ein alternativer Ansatz ist das Recycling von seltenen Erden. Ihre Wiederverwertung steckt noch in den Kinderschuhen, der Ansatz ist aber vielversprechend. Konsumentenseitig ist im Gegensatz zu Papier- und Kunststoffrecycling beim Elektronikschrott noch viel Luft nach oben. An der Donau-Universität Krems am Institut für biomedizinische Forschung arbeitet Professor Dominik Schild mit seinem Team an der Aufbereitung von Elektronikschrott. Sinnvolle Wiederverwertung ist heute ein Stück Geopolitik, lautet die Botschaft aus dem EU-Parlament. Die Wissenschaft arbeitet an der praktischen Umsetzung. Grundlegend ist es so, dass wenn man diesen Elektronikschrott kriegt, dass man die seltenen Erden chemisch herauslösen kann. Und wenn sie dann einmal in Lösung sind, dann geben wir sie in einen Bioreaktor. Da sind dann auch Mikroorganismen drin. Die nehmen bevorzugt die seltenen Erden auf. Die landen dann an der Zelle, in der Zelle und so weiter. Das schauen wir uns gerade genauer an, wo das passiert. Und aus dieser Biomasse holen wir es uns dann zurück. In der EU gibt es mehr Handys als Einwohner und Milliarden an elektronischen Geräten. Sie werden ständig durch neue ersetzt. Altgeräte werden immer noch zu selten fachgerechter Wiederverwertung zugeführt. Sie ist ein bedeutender Umwelt- und Wirtschaftsfaktor. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse helfen, ökonomische Problemstellungen zu lösen. Hier wird das Labor zur effizienten Alternative zum aufwendigen Bergbau. Schwierige Bedingungen werden im Labor gelöst. Die Natur arbeitet für uns. Ja. Also da gibt es Organismen, die sehr unter extremen Bedingungen wachsen können. Und eben diese Mikroorganismen können dann auch die Lanthanide, also die seltenen Erden, aufnehmen. Das bedeutet, was ist eine extreme Bedingung, zum Beispiel sehr niedrige pH-Werte. Also die wachsen in einem sehr sauren Milieu. Bis aus seltenen Erden im Industriemaßstab wieder seltene Erden werden, wird es noch einige Jahre dauern. Inzwischen empfehlen Wirtschaftsfachleute, sich im Umfeld der vermeintlich plötzlichen Energiekrise diesmal rechtzeitig um Alternativen zu China und Co. zu kümmern. Die Entwicklung könnte durchaus auch die Fantasie und den Innovationsgrad in Europa steigern. Denn diese seltenen Erden kommen beispielsweise in Abwässer vor, kommen in alten Bergwerken vor. Also es kann durchaus auch Sinn machen, dass wir auch Vorkommen in europäischen Gegenden finden, insbesondere bei alten Bergwerksanlagen, um diese seltenen Erden herauszudestillieren und herauszufiltern. Und das hat sich ja gerade erst in Schweden gezeigt. Die gar nicht so seltenen Erden sind ein selten gutes Beispiel für die Kernprobleme unserer Gesellschaft. Die erste Adresse für Rohstoffe ist selten die beste.